Hey Leute und willkommen zurück zu NFS World. Und ja, heute werden wir uns, wie angekündigt, den GDR, den GTR kaufen. So, Nissan, wo ist N im Alphabet? Da. Den GTR V-Spec R35. Ja gut, die Zahl ist eigentlich nur beim Skyline wirklich. Ja. Hier. Fällt gerade auf, ich habe einen Fehler gemacht. Weil ich will den Skyline V-Spec habe ich ja schon. Ich will den Nismo R34 GTR Z-Tune. Das habe ich immer falsch gesagt. Ich dachte, das sei der V-Spec. Spec V? Nee, V-Spec. Bei dem ist es sehr Spec. Ich sag das die ganze Zeit falsch. Ich weiß. Oh Gott. Ja, kaufen. Purchase and add it to your safe house und. Ich werde ein bisschen was optisch, also erstmal so verändern, was ich designtechnisch noch verändern, vor allem jetzt ja. Muss ich mal noch gucken, habe ich gerade nämlich noch keine Ahnung. Da wollte ich nicht hin. Aftermarket Shop. Habe ich noch was im Inventory, was passt? Ich glaube nicht. Nope. Jetzt geht das wieder los. Okay, man kann keinen anderen Spoiler aufbauen. Das finde ich schade. Aber naja. Ach Gott, wäre das Heck nicht so hässlich, hätte ich es mir gekauft. Ja, gut, sieht das. Ja, gut, Drag Body Kit. Also an sich passt das zu einem GTR Spec V. Finde ich aber nicht so schön. Ist ein Fallschirm, ne? Ja. Finde ich nicht so schön. Muss ich ehrlich sein. Das sieht geil aus. Schön tief. Und ab geht's. Ja gut, schade. Kohlefaserhaube oder so wäre schon nice gewesen. Window Tint. Da investiere ich auch mal. Da muss natürlich komplett dunkel werden. Fällt gerade auf, ich muss bei meinem M6 noch Neon drunter bauen. Das wird ein Tuner, da muss auch schön tief liegen. So, jetzt wieder K suchen. Da, King. Das müsste es sein. So, das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Felgen werde ich gleich noch anpassen. Aber ich möchte ganz kurz einmal. Ich weiß, eigentlich hat der. Nein, ich brauche aber auch nicht, finde ich, bei dem geht das. Aber ich will bei dem irgendwie so ein tealfarbenes Neon drunter bauen. Habe ich, glaube ich, sogar noch. Aftermarket. Neons? Ah, ich habe gar. Ach, stimmt. Cyan oder sowas kann da gut drunter. Green. Ja, einfach Cyan runter noch. Das passt, das passt. Oh, fuck. Nee. Ah, Gott. Change Car, weil mit Neon sieht es einfach immer besser aus. Habe ich bei dem Neon? Jetzt muss ich noch die anderen Fahrzeuge fixen. Kurz. So. Neons. Ich würde sagen, da packe ich grün drunter. Mir ist übrigens aufgefallen, ich hätte auch einfach die 912 machen können. Allerdings erstens wäre es dann von der Zahl nicht. Also klar, denn, weil mit der 912, für die es nicht sind, dann hätte ich den Meister vom 24-Stunden-Rennen nachgebaut. Aber ich finde A, die 911 ein bisschen schöner. Und 911, da habe ich halt schon vorgefertigte Zahlen. Und da mache ich es mir lieber leicht. Ja gut, bei dem habe ich das schon. Spec V. Ich glaube, ich mache den Silber und mache dann rotes Neon drunter oder so. Muss ich aber auch noch mal schauen. Weil rotes Neon kann ich schon runter machen, weil das will ich unbedingt bei diesem Fahrzeug haben. Weil das passt einfach. Da bezahle ich auch gerne ein bisschen was für.
Neon. Und ich weiß, es gibt noch andere schöne Sachen hier. Wenn man hier runter scrollt. Allerdings nehme ich schon gerne das. Inventory Wheels. Das ist nur die Frage, was nehme ich für Felgen? Warum haben die denn alle so einen blöden Rahmen hier? Ich finde, die sehen noch nicht mal schlecht aus, deswegen nehme ich die mal. Deshalb haben die nicht diesen komischen Rahmen. Und dann gehe ich auch endlich mal außerhalb der Garage. Außerhalb. Was? Na gut, mit dem Burnout zu machen, ist glaube ich nicht so leicht. Ich bin mir sicher, also der Skyline hat auf jeden Fall Allrad, hat der GTR auch Allrad? Für dieses Wissen schreibt es mal rein, aber ich glaube, der hat auch Allrad, oder? Ich meine, es ist genauso eine Drag-Maschine wie der Skyline. Also, GTR ist generell ein ziemlich guter Allrounder, finde ich. Ah, okay, der ist Stufe A. Ich meine, er hat eine krasse Beschleunigung. Ich meine, deswegen, warum werden wohl Skyline und GTR gerne für Drag-Rennen auch benutzt eigentlich? Ohne LFA nehmen, ja? Es sind halt nun mal gute Drag-Maschinen. Der hat auch gutes Handling. So ist nicht. Also, das ist echt so ein gutes Gesamtpaket. Könnte man jetzt noch einen richtig fetten Spoiler aufbauen? Das wäre natürlich der Hammer. Das war halt meine Hoffnung bei dem Wagen sogar. Das geht aber leider nicht. Außer halt mit dem Drag-Body-Kit. Aber das, wie gesagt, mag ich nicht so. Und darauf soll der Wagen ja auch nicht getrimmt sein. Vor allem will ich mir demnächst halt, wie ich schon gesagt habe, die Drag Queen kaufen. Also den Drag-Wagen aus Pro Street. Also von daher. Aber lässt sich echt schön fahren. Also, erstens liegt wie ein Brett. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Stufe 3. Stufe 3 Lowering Kit und dem Body Kit. Aber ich glaube nicht, dass es so oft darauf eingeht. Aber auf jeden Fall liegt der wie ein Brett auf der Straße. Springt nicht, was weiß ich. Sorry. Ja, ich habe auch schon Wagen gefahren, die sind bei kleinen Kanten. Hat man zwar nicht wirklich gesehen, aber beim Fahren gespürt, dass sie zum Beispiel auch hier immer ein bisschen abgehoben sind und man sie da nicht steuern konnte. Bei dem Wagen ist es echt krass, der liegt echt gut auf der Straße. Und klar, halt jetzt nicht so ein Zonder-Handling, will ich ihm aber auch gar nicht abfahren. Also Zonder hat ja echt das Überhandling von den Wagen, die ich bisher gefahren bin. Aber der lässt sich auch ziemlich gut steuern, vor allem auch ziemlich direkt eigentlich. Und man sieht es einfach, wie der auf der Straße liegt. Das ist Hammer. So, wo ist das Drag-Rennen jetzt nochmal, was ich mal fahre? Ist das im Nein. Warum frage ich eigentlich noch? Ist es das hier? Ne, das ist der Sprint. Ne, das hier müsste es sein, ja. Da nehme ich ja meistens, also da teste ich ja meistens die Drag-Fähigkeit, weil das mehr gerade Strecke, nicht so viele Kurven. Der Wagen springt nicht. Und man kann am besten dem Verkehr ausweichen. Aber wie der in den vierten Gang hochgeht, das ist krass. Verdammt schnell. Vom fahre ich hier ja mal außen. Und wie er trotzdem die Konkurrenz einfach so abschüttelt, das ist. Also der Wagen ist auf jeden Fall. Was war die Höchstgeschwindigkeit? 345. Also, das ist
nicht zu unterschätzen, muss man einfach so sagen. Das ist schneller als die Formel 1, das ist kein Witz. Formel 1 fährt ja auf den Strecken meistens bis zu 300. Der Wagen knallt auf der Viertelmeile Serie 345 auf dem Tisch. Also damit ist nicht zu spaßen. So, natürlich noch das hier. Bisschen für die Performance. Aber ist geil. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist ein Hammerwagen. Ich finde auch dieses GTR-Logo vorne am Kühlergrill so cool. Keine Ahnung, ich finde das hat was, das sieht einfach nur gut aus. Bisschen zu weit raus. Das ist das Krasse bei der Kurve. Das hast du nicht so oft. Vor allem nicht in diesem Spiel. Aber wenn du die Kurve nicht perfekt nimmst, dann kommst du sowas von außer Bahn. Also dann bist du wirklich... Das ist mit jedem Fahrzeug so, auch mit dem Zonda. Wenn du die Kurve nicht gut nimmst, dann fährst du da geradeaus. Du musst die ja nur minimal schlechter nehmen oder ein bisschen zu spät. Und du kommst dann nicht mehr rum, weil... Ich weiß nicht, ob es an der Neigung liegt. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch nicht auf Realismus komplett getrimmt. Klar, es ist jetzt nicht irgendwie unrealistisch groß, aber... Also vom Fahrverhalten jetzt, aber... Ich glaube, man weiß, wie ich es meine, oder? Ich hoffe einfach mal. Man wird halt recht leicht nach außen getragen. Wenn man die Kurve perfekt nimmt, dann hat man da gar keine Probleme. Wie bei vielen Kurven auch, aber da ist halt nochmal extremer, also dieser Unterschied. Das ist halt so eine richtig krasse Hemmschwelle. Habe ich nicht aufgepasst. Also eine richtig krasse Schwelle, wo du einfach merkst. Boah, Scheißverkehr. Oder einfach merkst, jetzt kriegst du die Kurve niemals oder jetzt kriegst du die Kurve noch. Kannst auch so viel Zeit gut machen. Ich habe momentan echt Glück mit dem Verkehr, also nicht mit dem Verkehr. Aber wenn irgendwie vor mir eine KI fährt, jetzt hat der mir ja alles kaputt gemacht, dann machen und dann fahren die gegen eine KI, da komme ich meistens gut runter durch. Ich muss sagen, auch wenn es jetzt vielleicht mal ein bisschen schlecht aussieht, das liegt aber eher an mir. Aber der Wagen lässt sich gut fahren. Ich überlege gerade, ob man das Spiel nicht irgendwie auf 30 FPS runterregeln kann. Ich nehme halt nur 30 FPS auf. Deswegen merkt ihr das nicht, aber ich habe manchmal so einen kleinen Frame-Drop-Swing da auf, während der Aufnahme. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Was will man machen? Man gewöhnt sich dran, dass das... Na gut. Oh Gott. Da habe ich Zeit liegen lassen. Mal wieder. Aber der Wagen hat eine ziemlich gute Performance eigentlich. 1,30 mit größeren Fehlern, das ist nicht ohne. So. Ultra Engine. Also als nächstes kommt auf jeden Fall der R8 LMS Ultra, das kann ich euch jetzt übrigens schon mal sagen. Wann ich hier den kaufen werde, vielleicht nächsten Part, vielleicht auch erst in 3-4 Parts, kann ich noch nicht so sagen. Aber er wird auf jeden Fall kommen. Ich werde jetzt nochmal die Probe ausprobieren, das kann doch nicht sein, dass ich da gerade so faile. Ich hätte ja das eine Mal so gut bekommen. Ja gut, jetzt komme ich natürlich auch nicht mit der Geschwindigkeit an.
die da normalerweise ist. Ich nehme einmal. Ist zwar gewastet, aber. Ja gut, war jetzt nicht so die Geschwindigkeit, die man eigentlich hat, aber. Ja gut, was ich noch machen kann, ist, den hier einmal Silber zu färben. Soll ich vielleicht Metallic machen? Ich mache Metallic, dann hat er später so ungefähr den Effekt, den ich auch haben will. Erinnert mich jetzt sehr vom Aussehen und wie sehr an den Skyline, der auf dem Cover von 4th Street ist. Ja gut, selbst auf dem Gras sind Donuts nicht so gut zu machen. Das ist eigentlich nur gerade im Kreis waren, das ist kein Donut. Beziehungsweise Burnout. Aber man muss sagen, er klingt geil. Boah, wenn man vorne. Warte mal, kann ich nicht mit C? Ja, okay, da hört man es aber nicht so. Hat auf jeden Fall was. Ich finde es auch cool, wie der Wagen so krass. Ja gut, ist vielleicht auch ein bisschen realistisch, je nachdem. Aber wie der Wagen, wie krass dieser Wagen vibriert. Also wenn man jetzt hier. Man braucht halt dafür jetzt. Also wenn man jetzt bei 0 km/h Bremse und Gas macht, dann geht das nicht. Also dann muss man nur einmal, also wenn man jetzt diese Ausgangssituation hat, minimal die Handbremse kurz loslassen und dann halt direkt wieder drauf. Und dann funktioniert das bei dem Wagen. Und boah, ist echt nicht schlecht. Ja, ich glaube, man merkt auch, dass er Allrad hat. Allein daran, dass erstens das funktioniert, dass er trotzdem ein bisschen vorankommt. Und ich kann das so schlecht zeigen. Ja, kann man sehr schlecht zeigen. Aber man sieht, wie vorne die Reifen auch durchdrehen. Was sie normalerweise eigentlich nicht tun. Ja gut, jetzt kann ich hier noch einmal schön irgendwie so. Ja gut, dann würde ich sagen, was das für dieses Video erstmal, oder ich wahrscheinlich ist jetzt so 10 Minuten lang nur oder so. Ja gut, nee. wir sehen uns das nächste Mal bei NFS World oder einem anderen Projekt oder einem anderen Video. Mal schauen. Und bis dahin, ciao.